Ain't nobody and a honey shiny hana chan. Oh yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Nobody, buddy. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wenn du deine Arme mit voller Wucht ausstreckst und leider vergessen hast, dass schräg hinter dir ein riesiger Kaktus steht, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder! Ah! Oh! Oh mein Gott! Ich hab voll die Spitzen hier drin. Bis zum Anschlag. Oh mein Gott, es blutet jetzt einfach schon. Ich hab mir volle Pulle diesen Scheißkaktus in den Arm gerammt. Er hat ihn selber dahingestellt. Wenn deine Freunde mal wieder super witzig sind. Okay, wir laufen wieder. Wohin? Wenn Rezo seine Angestellten nicht zu Hause pinkeln lässt. TJ, das ist kein Wasser. Ich lasse ihn zu Hause nie aufs Klo. Wenn endlich die Wahrheit ans Licht kommt. Hallo meine Lieben. Sagst du Hallo meine Lieben? Ja, ne? Hallo meine Lieben, ja. Sagst du Hallihallo? Wie Bibi? Ja. Ja. Sie kopiert mich. Wenn du dich noch nicht so gut mit dem männlichen Geschlechtsorgan auskennst. Was ist denn das da für eine Beule in deiner Hose? Das ist mein Penis. Aber soweit nach rechts oder links. Das ist mein Penis. Wenn du mal wieder super witzig bist. Oha, von Lena. Die ist aus Schafheim. Oha. Schaf. Wenn die nicht mal eine Ziege als Haustier haben, hä? Na! Wenn du zu große Angst davor hast, gleich von der Pfanne geschlagen zu werden. Wir machen heute etwas ganz Besonderes, denn wir... Hast du schon? Herzlich willkommen in Joeys chinesischer Backstube. So, schönen guten Tag, meine liebe Freunde da draußen. Ich habe mir heute überlegt, wir kochen heute mal lecker Hund. Wir sind heute hier in chinesischer Backstube. Wir machen heute lecker Backhund mit frischem Gemüsepfanne dazu. Oh, geil! Oh. Das ist voll der Movie-Star. Direkt mit dem Messer her und dann können wir das verteilen. Wenn du jemanden mit deinem Arsch in Verlegenheit bringst. Ah! Oh. Denkst du kannst es hier im Shop machen? Wenn der Hund es gar nicht cool findet, dass du ihn gleich kochen willst. Gleich gibt's dich nicht mehr. Wenn deine Schwester zu viel Angst hat, dich überhaupt erst mit der Pfanne zu schlagen. Ich bin Mr. Coton und wir machen heute etwas... Halt einen Rand! Oh. Emmy! Hallo meine kleinen Freunde da draußen. Da draußen ist es so aufregend hier wieder vor der Kamera zu sitzen. Ganz alleine. Ganz allein. Wie ein kleines Schwein. Wenn du dir einen coolen Reim ausdenken willst, aber dein Gehirn nur sehr langsam arbeitet. Das an der Wand klebt mit Leim. Wenn du eigentlich nur stolz deine Jogginghose präsentieren willst, aber dein Arsch auf einmal die Abzugshaube aktiviert. Wenn die wissen, dass du so eine schäbige Jogginghose drunter trägst. Oben hui, unten pfui. Man sieht dich nicht. Er so, seine Haare so. Wow! Kommt da Wind raus? Können meine Haare fliegen? Sauf, die gehen gleich da rein. Wenn sich YouTuber über Saunagänge unterhalten. Ja, und was ist da passiert? Ding ist, mittlerweile habe ich keinen Bock mehr in die Sauna zu gehen. Weil, sonst wirst. Genau, mit die blauen Haare kann ich ja nicht loswerden. Ich kann nicht mit Mütze in die Sauna gehen. So, das ist halt scheiße. Und dann denke ich mir so, ey, derjenige weiß, wer ich bin und guckt mir auf den Das ist irgendwie unangenehm. Und dann zückt er sein Handy aus der Poritze. Ja, genau. Irgendwer macht dann heimlich ein Foto. Und dann sehe ich irgendwie im Internet so Bilder, wo ich irgendwie so gerade gähne. Wenn du und deine Schwester einen ganz schlimmen Ohrwurm habt. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. Wenn du deinen Mitmenschen gerne an den Arsch fasst. Alle ein bisschen weiter zusammen rutschen. Ritschen? Du kannst auch noch mal ein bisschen ritschen. Mir doch nicht so Arsch. Emilie, das muss ich aber tun, damit du gehorchst. Wenn du den englischen Namen für Österreich nicht kennst. Österreich, that's an international It's from Austria! It's from Austria! Hello to our fans in Austria! Yes, with the capital of Sydney! Oh mein Gott, es ist den weiten Weg mit dem ostaustralischen Strom geschwommen. Wenn du die Chance nutzt und jemanden so richtig verarschst. Ich habe -1 auf beiden Augen und ohne Kontaktlinsen komme ich gar nicht mehr klar. Ich habe auch eigentlich gar keine blauen Augen. Das sind so farbige. Nein. Ja, ich habe braune Augen. Nein. Ich habe immer blaue Kontaktlinsen drin. Nein. Ja. Was? Ja. Was? Heftig, oder? Habe ich auch noch niemandem erzählt. Das ist nicht mal die Zerstörung des Joeys Jungle. Nein, war nur Spaß. Oh, das ist nicht mal meine Familie. Wenn Julia und Joey ihren abgeschlossenen Dreh ausgiebig feiern. Okay, einmal müssen wir bei Müllers hat's gebrannt dran. Bei Müllers. Da bin ich schnell gerannt. Ja, 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 da bin ich schnell gerannt. Elisabeth, die lachte, ihr Baby rausmarschiert. Was? Was? Das Baby rausmarschiert? Warte, warte, warte.
I said boom, boom, boom. Then everybody sing weha. Weha. I said boom, 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 sing everybody sing weha. Weha. Wenn du deinem Hund fast das Genick brichst. Let's go mit dem Video. Woo! Hast du geklatscht? Ja. Ich konnte nicht, weil hätte ich geklatscht, dann hätte ich ihr, glaube ich, den Rücken gebrochen. Wenn ihr zu dritt in einer Heimsauna steckt und zu ungelenkig seid, um wieder rauszukommen. Scheiße, ich komme nicht mehr hoch. Ich kann mich nicht mehr zurückschützen. Ich schicke mich jetzt auf den Platz. Oh, scheiße. Oh, mein Zeh wird gesucht. Oh, nee. Mami, jetzt kann ich dich mal zurückschicken. Wenn du quasi der Inbegriff von Faulheit bist. Wir machen so ein XL-Ding, das heißt, wir müssen es auch komplett essen. Ich schick das meiner Mutter rüber, ey. Mit Express. Boah, ist schlecht wie. Ey, die wohnt gleich um die Ecke. Ja, weiß. Hauptsache nicht vor die Tür gehen. Hinweis: Die in diesem Video gezeigten Inhalte sind weit vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie entstanden. Aus diesem Grund handeln wir deutlich anders, als wir es inzwischen aus gesundheitlichen Gründen tun würden. Wenn du etwas verschleimt im Hals bist. Oh, ich krieg den Schleim nicht raus. Oh, es ist. Oh. Ich möchte nicht mit euch zusammen sein. Shoutouts an alle, die auch krank sind. Wenn du dem Gebiss einen Zungenkuss gibst und erst danach realisierst, dass Tessa das wahrscheinlich auch damit gemacht hat. Sie hat das bestimmt auch schon gemacht. Ja. Richtiger Zungenkuss mit Tessa. Oh, scheiße, Tessa hat hundertprozentig ihre Zunge da reingesteckt. Wenn drei dumme Menschen für das Video-Thumbnail posen. Ach ja, was im Mund? Soll ich so reinbeißen? Ich war einmal in der Sauna. Oh nein, was kommt jetzt? Herzlich willkommen zu Rezos seltsamen Sauna-Stories. Da bin ich in so einen Raum gegangen. Mhm. War da dunkel? Nee, aber es war super nebelig. Man hat fast nichts gesehen. Ich saß da halt und so mit meinen Kollegen. Und dann kam halt so ein Typ rein, der so einen Eimer mit Salz hatte. Ich kenne ja die Regeln in der Sauna nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Und er hatte die Aufgabe, dass er so rumgegangen ist und jedem Salz gibt. Und ich war halt der Erste. Das heißt, ich habe nicht gesehen, was andere Leute, wie das funktioniert. Und der stellt sich neben mich, nimmt so die Schippe und hält mir die so hin. Und ich so, ja, weißt du, was muss ich tun? Der sagt so, ja, du nimmst das Salz in die Hände und verteilst es so ein bisschen auf deinem Körper. Halt nicht in Schritt so. Und ich so, alles klar. Nimm so das Salz und ich mach so. Oh, wie dumm. Das ist komplett alles in meinen Schritt. Und der Typ guckt mich halt mit so riesigen Augen an und geht einfach weiter zu meinen Kollegen. Wenn du mal wieder Hass auf deine Pferde schürst. Was ist mit den Pferden hier schon wieder los? Warum rasten hier alle Tiere heute aus? Hältst du mal die Fresse jetzt? Wenn du deine Freunde so sehr auf die Palme bringst, dass sie dich vor Wut ernsthaft verletzen. Oh, oh mein Gott, mein Trommel hier. Oh. Oh! Oh, blutet. Ja, ganz toll. Die kleine ist Arschloch. Wenn du mit einem einzigen Satz einen sehr weirden Eindruck bei deinen Mitmenschen hinterlässt. Oh, jetzt sitze ich voll nass hier. Wir können ein Kissen haben. Ja. Das Kissen ist richtig schon eklig. Was hast du damit gemacht? Nix. Gar nichts. So. Okay, jetzt habe ich noch mehr Angst vor diesem damit gemacht. Wenn Marvin sich über einen platzenden Plastikbeutel freut. Geil. Cool. Wenn du mit deinem Aussehen nicht ganz so im Reinen bist. Hallo, ihr kleinen. Wie sich aus. Wenn du Joey heißt und absolut nicht lesen kannst. Okay, ich versuch's so schnell wie möglich vorzulesen. Hallo, hier sind zwei verrückte Mädchen aus Nürnberg namens Milena und Luisa. Wir beide sind deine geilsten Fans und schauen dir den ganzen Tag täglich nach der Schule, vor der Schule, am Wochenende auch nach immer Anfang. Wir haben dann ein paar sehr lustige, aber auch wochenendliche Sachen gekauft, die dir bestimmt fallen. Deine Milena und Luisa. Habe ich's gut vorgelesen? Was sagt super. Ihr? Wenn du mal wieder so richtig asozial zu deinen Zuschauern bist. Hallo, meine kleinen Mini-Freunde da draußen. Ihr stinkt einfach nur mal richtig hart nach Ei. Ich verspreche euch, das geht nicht weg. Ihr stinkt nach Ei und... Das war ganz schön gemein, oh wei. Wenn dir jemand erklären will, dass es in Titanic eine Szene gab, in der ein Lebkuchenherz gebacken wurde. Kennt ihr das nicht hier von Titanic? Nee, wo waren das? Bei Titanic backen die dann Lebkuchenherz auf dem Schiff, bevor es untergeht. Hier noch ein bisschen Wasser von der Überflutung hier im Schiff. Hallo, wo ist das denn, wo diesen Ton vor? Noch kommt das Lebkuchenherz. Zum Glück fließt das Wasser schon durch den Flur, geht besser. Einfach runtergreifen. Nein! Oh, aua, wenn du mit dem Bauch weh. Wenn du deine Freunde dazu nötigst, abgelaufenes Hundefutter zu essen. Das hier ist ein Kaustik für Hunde. Okay, wenn du es dir jetzt traust, dann. Nein, ich will nicht! Ich mal da dran.
Wenn du daran kaust, kriegst du meinen Kanal. Nee. Boah, es riecht so richtig nach totem Tier. Boah, den Geruch krieg ich nicht mehr raus. Nimm doch noch einen Zug, wenn du eh schon nicht mehr rauskriegst. Boah, ich hab da gerade ein bisschen was abbekommen von dem Geruch. Ja, das riecht richtig lecker nach Verwesung. Wenn du aus heiterem Himmel zur Furie wirst. Nächstes Paket. Ich würde sagen, ich bin jetzt endlich mal wieder dran. Habt ihr irgendwas? Nein, du hast doch gerade. Nein! Hä, ich bin nie dran. Ich bin überhaupt nie dran. Sieht das komisch aus, was ich hier mache, oder kann ich das machen? Das ist total in Ordnung, vor allem mit deiner Frisur. Wenn ihr unverträgliche Lebensmittel zu euch nehmt und dann darüber streitet, wer das Klo benutzen darf. Oh. Mach das bitte nicht nach. Oh, ich habe nur ein Klo, Julia. Ja, ich nehme das. Kannst du, wenn du willst, vom Balkon oder so. Ja, was, wenn ich Durchfall habe? Das Waschbecken. Ich kann nicht in meinem Waschbecken durchfallen. Wenn du mal wieder die besonders lustigen 5 Minuten des Tages erreicht hast. Hey Leute, heute fangen wir mal das Video so hier an. Es wird ein etwas anderes Video werden, wie ihr euch das wahrscheinlich schon denken könnt. War nur Spaß, ich muss einfach nur hier vorgehen, um die Kamera anzuschalten. Wenn jemand so frech ist und dich auf die Unordnung in deinem Haushalt hinweist. Oh Leute, ich werde jedes Mal von ihm und Julia aufgezogen, dass irgendwelche komischen Dinge in meinem Teppich sind. Ja, eben lag eine Pflaume im Teppich. Aber die war getrocknet. Ja, eine getrocknete Pflaume. Ich glaube, sie war am Anfang nicht getrocknet. Wenn du kurz demonstrieren willst, wie es sich anhört, wenn richtig die Party abgeht. Emilia, es muss ein geiles sein, ne? Genau. Am Anfang muss die richtig die Party abgehen. Guten Morgen, Nachbar an dieser Stelle. Nachbi, es ist Zeit aufzustehen. Wenn ihr euch über die Problematik austauscht, jemand anderem versehentlich in den Mund zu spucken. Ich hab so gespuckt gerade. Solange du nicht in meinen Mund spuckst, ist alles in Ordnung. Hab ich nicht vor. Kennst du das, wenn du mit jemandem redest und dann spuckt er dir in deinen Mund rein und du denkst dir so, aber du willst auch nicht super unhöflich sein, weil die andere Person hat das nicht gemerkt. Zumindest denkst du das, denn eigentlich denkt die andere Person gerade, scheiße, hab ich den gerade in den Mund gespuckt. Wenn du Zahnpasta isst und dich dann über deinen Furz trockenen Mund wunderst. Das ist Zahnpasta für Kinder. Oh, die schmeckt lecker. Das ist doch der geilste Snack ever. Probier doch auch mal. Nee, danke. Oh, jetzt habe ich so einen richtig starken Zahnpasta-Geschmack im Mund. Siehst du, bist du auch so dämlich. Ja, warum schickt uns niemand was zu trinken? Wenn ihr mal wieder super international unterwegs seid. You ready? I'm ready, man. You ready to film the craziest video on earth? It's gonna be the most spectacular thing ever. It's also gonna be the most international video I've ever seen because this one is gonna be in English completely. Yeah, hello to our friends in Austria. Ich wollte den mit selber machen. Wenn Google-Übersetzer deinen Sexismus nicht versteht. Kuntunte, sempantante, kurunte, sempente, kuparasunte, utuse, parantese, kurunte. Vorher, 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 Stadtvergleich. Du hast Tunte und Tusse gesagt. Und raus kommt Vorher, 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 Stadtvergleich. Wenn ihr gute Laune habt, dann klatscht einmal in die Hand. Und dann möchte ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder.